Ja, hallo Leute, hier wieder Etoso mit Let's Play Bioshock 2 und wir sind da gerade auf eine Big Sister gestoßen. Die hat uns, ja, aber schön in die Mangel genommen. Da ist zu viel, da glänzt nichts. Wir müssen nämlich ja, da rauf und die Tannenbaum finden. Aber ich bin dann noch immer auf der Suche nach Heilmittel und allem Möglichen und da kommen wir gar nicht rein mehr. Ja. Da geht gar nichts auf. Egal. Da, Kartoffelchips. Cola. Frischwasser ist auch nicht schlecht. Da, alles leer. Oh, die Aktentasche. Gin, ja. Wir sammeln das Zeug, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen können. Ja, das sollten wir nicht tun. Den Ascher, den haben wir schon. Gut so, dann gehen wir da weiter. Granitenpistole. Werden mal die ausrüsten, egal. Mit der Banketthalle, ja, da sind wir glaube ich schon richtig. Da knirscht und knarscht und tut's und ja, und ihr wollt, dass ich da ein Horror-Game game? Aha. Da lacht irgendwer. Wenn da mal Verbandskästen herumliegen, Leute, habe ich da echt schon wieder meine Bedenken. Was ist denn da? Aha. Aschenbecher? Nö, es ist nämlich überall was drin, ist mir aufgefallen. Da Werbung für Krawatten von, ja. Also, wenn ihr euch genauso schreckt wie ich, ja, dieses Herumgestammel da, das bin nämlich ich. Ich mache da so einen Lärm, wenn ich da durch die Gegend gehe. Wilson Freeman Krawatten. Wir werden im kalten Bauch des Ozeans wiedergeboren, wie wir reborn. In the womb of the ocean, ja, cool. So, es ist mir da überhaupt nichts geheuer. Aber ich pfeife mal drauf, weil das kann ja nicht sein. Müssen wir da runterspringen oder was ist denn da jetzt los? Probier mal was anderes. Schmarrn, da geht gar nichts und da drüben. Nee. Springen wir? Ich glaube, das kann nicht gut sein. Aha. Was geht denn jetzt ab, Leute? Ja, super. Ich kann dann nämlich gar nicht mehr interagieren, da gibt's gar nichts mehr. Aber anscheinend macht uns das ja nichts aus.
Ja, haben wir einen Teil nämlich von Rapture geflutet. Na klar, durch die blöde Herumhupferei. So. Ich folge einfach mal dem Pfeil da, ja. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Ist okay, Mrs. Tenenbaum. Ja, ich gebe mir mal die Umgebung hier, ja? Ja, kommt denn nicht schlecht, ja? Das ist eine Riesenstadt, ne? Was hat denn der jetzt gekillt da gerade eben? Ist das eine Big Sister? Ich kann da gar nichts sehen. Verflixt noch einmal. Da. Treibstoff. Cool, man. Ja, dann gehen wir weiter. Es nützt ja nichts. Da schaut's aus wie bei Oma hinterm Sofa. Was haben die da weggeschmissen? Das ist ja ein Bett. Tiefkühlgerichte, Leute. Was da alles gibt da drum. Da sind wir auch noch nicht gegangen. Da schauen wir kurz mal hin. Vielleicht gibt es da was zum Finden. Da. Alte Fässer und das war's dann auch schon. Da leuchtet was. Okay, da liegt auch noch was. Nee, wir haben so viel und wir können das nicht einmal aufnehmen, das glaube ich ja nicht. Klospülung. Willkommen in Rapture, der schönsten Stadt der Welt. Jetzt haben wir einen Tintenfisch übersehen, glaube ich. Wir springen da einfach runter, egal, ja? Schön langsam fällt da, glaube ich, alles auseinander. Weiter geht's. Da schauen wir, dass wir ins Trockene kommen mal. Ah.
Atlantis Express, ja, da sind wir, glaube ich, dann richtig. Und schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Dekompression. Wir sind dann noch unter Wasser, schätze ich mal. Ja, genau. Luftschleusensteuerung. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit. Von dieser Auszeit. Wie gesagt, da liegt einiges im Argen zwischen den beiden, ne? Also, der mag seine Frau nicht unbedingt und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ja, Atlantic Express entdeckt und wir werden da einen kleinen Schnitt, einen Save machen und sehen uns dann wieder, wenn es da heißt, die Tannenbaum zu finden, Leute. Ja? Ich glaube, ich kann da gar nicht speichern. Macht da mal auf Weiter. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie, ja genau. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Okay, Mrs. Tannenbaum. Neues Ziel. Oh, oh. Okay, ich speichere hier mal noch einmal ab und wir sehen uns wieder, wenn wir da die Tannenbaum finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.